Zwiebel ist jetzt kein Gemüse. Doch. Zwiebeln sind Gemüse. Oh Gott. Denke ich. Okay. Voll motivierend und inspirierend heute. Es ist etwas eskaliert, aber hier ist Teil 2. Jetzt haben wir eine gute Frage. Wie viele nachhaltige Sachen haben sich in Deutschland im Alltag verbreitet und was machen Bundesländer für die Umwelt? Gute Frage, wirklich gute Frage. Also das grundsätzliche Problem in Deutschland ist, dass wir etwas haben, das sich Feudalismus nennt, was halt einfach beschreibt, dass jedes Bundesland solche Gesetze für sich selbst regelt. Ja. Es gibt also keine einheitliche Regelung. Und jedes Bundesland macht so ein bisschen sein Ding. Was sich durchgesetzt hat, ist auf jeden Fall das Abschaffen von Plastiktüten. Ja, ja. Das wurde erst eingeführt über eine Gebühr, die du zahlen musst, wenn du eine Tüte haben möchtest. Vorher war das gratis. Und ich glaube, mittlerweile wird versucht, das komplett abzuschaffen und stattdessen so wiederverwendbare Tüten anzubieten, sei es jetzt irgendwie aus Papier oder eben so robustere Plastiktüten. Und so Sachen wie Plastikbesteck oder auch Strohhalme und so weiter sollen jetzt nach und nach abgeschafft und durch ökologische Alternativen ersetzt werden. Bei mir im Bundesland wird versucht, was natürlich auch gut für die Umwelt ist, den Zugverkehr auszubauen, damit weniger Leute individuell mit dem Auto fahren, sondern gemeinsam in einem Zug sitzen, der ja sowieso dann weniger verbraucht als so ein Auto. Und mit der Plastiktüte. War es ein Kulturschock, als du in Japan warst, weil du immer eine Plastiktüte bekommst? Ja, richtig heftig. Ich werde nie vergessen, wie ich in der, ich glaube, mit 7-Eleven, auf jeden Fall in irgendeinem Konbini. Ja. Ich hatte einen ganzen Rucksack mit. Ja. So, und ich war nur da, um mir eine Flasche Trinken zu kaufen. Ja. Ich gehe an die Kasse. Ja. Und krieg die Flasche in so einer Plastiktüte wieder. Und ich so mit diesem riesen Rucksack auf dem Rücken. Ja. Ist das gerade wirklich passiert? Aber es hat sich verändert. Also 2020, glaube ich, ja, haben die Menschen gesagt, dass Plastiktüten nicht kostenlos sind. Finde ich gut. Endlich. 2020. Ja, also okay. Voll motivierend und inspirierend heute. Die Deutschen essen nicht so viel Gemüse. So, meiner Meinung nach ist das richtig. Im Verhältnis zu Japan auf jeden Fall. Ja. Also als ich in Japan war, habe ich festgestellt, dass immer irgendwie Gemüse mit untergebracht wird in dem Gericht. Ja. Auch wenn es Zwiebel ist jetzt kein Gemüse. Doch. Zwiebeln sind Gemüse. Oh Gott. Denke ich. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Gemüse relativ viel vorhanden ist, wenn du es möchtest. Ja. Also wenn das dein Lifestyle ist, dass du viel Gemüse isst, dann wirst du hier in Deutschland auf jeden Fall fündig. Ja. Auch im normalen Supermarkt zu akzeptablen Preisen. Ja. Aber es gibt auch viele Leute, die ernähren sich halt wirklich nur vom absoluten Minimum an Gemüse. Ja, deswegen mache ich Deutschland sehr gerne. Also ich kann einfach Brot essen, wir haben Schnitzel. Viele Alternativen, wo du ohne Gemüse klarkommst. Ja, genau. Ja. Dann das nächste. Also ich habe auch Amerikaner gefragt, was sie denken. Mhm. Aber sie haben nicht so viele Vorurteile über Deutschland. Lederhosen und viel Bier. Ja, also das, wie gesagt, Bayern. Wenn du viel Bier trinken möchtest, wirst du hier auf jeden Fall fündig. Ja. Auch in allen Varianten. Ja. Viel Spaß. Lederhosen in Norddeutschland Bayern. Gar nicht vorhanden. Ja. Es ist halt spezielle Kleidung, die du bei besonderen Anlässen trägst, die aber auch sehr selten stattfinden und dann auch auf jeden Fall eher in Süddeutschland, im Norden so gar nicht. Ja. Wenn in Bayern jemand heiratet und etwas traditioneller heiratet, dann ist ein Dirndl und eine Lederhose, vor allem das Dirndl, etwas, das oft und gerne von Hochzeitsgästen angezogen wird. Die Autobahn, Wüste, große Menschen mit blonden Haaren und blauen Augen. Ja, also meine absolut nicht blauen Augen gucken euch gerade an. Und auch das ist meine natürliche Haarfarbe. Glaube ich. Also funktioniert so absolut gar nicht so mit dem Ideal-Klischee-Bild von großer, schlanker, blauäugiger, blonden Deutschen, also da bin ich meilenweit von entfernt. Groß in gewisser Weise schon, also im Verhältnis zum japanischen Durchschnitt sind deutsche Frauen und Männer schon größer. Ja. Aber es gibt auch hier kleine Menschen.
die Durchschnittsgröße für Frauen liegt, glaube ich, irgendwo bei 1,66. Echt? Ich dachte, es wäre größer. Ja. 1,66 für deutsche Frauen. Ich glaube, stand wow. vor 2 Jahren. Wow. Man stellt sich das immer größer vor, wenn man in der Repräsentation immer große Frauen sieht. Blauäugig, blond ist eher Skandinavien und auch da auf jeden Fall wieder Klischeebild. Ja. Autobahn. Ist das, wo sich viele ausländische Männer immer drauf freuen, wenn sie nach Deutschland kommen. Ja. Weil halt Autobahnen an gewissen Abschnitten kein Geschwindigkeitslimit haben. Und andere Europäer fahren auch nach Deutschland. Also einfach, um in der Autobahn zu fahren. Ja. Autobahnen sind auf jeden Fall wichtig in Deutschland. Wenn du in irgendeine Großstadt fahren möchtest oder von einer Großstadt in die nächste, fährst du Autobahn. Ja. Aber gibt es mehr Unfälle, also in Autobahnen? Also durch das Geschwindigkeitslimit, das nicht existent ist, neigt man natürlich eher zu Unfällen. Aber ich würde tatsächlich sagen, also die Unfallzahl ist gar nicht so hoch. Aber ich glaube nicht, dass der deutsche Verkehr grundsätzlich gefährlicher ist, nur weil wir die Autobahn haben. Das nächste, es ist sehr spezifisch. Ja. Die Deutschen folgen dem Gesetz, also sie würden andere Menschen melden, wenn man Abfälle auf der Straße wegwirft, weil die Deutschen die Umwelt und ihr Land wichtig nehmen. Ja, also man nennt das in Deutschland so ein bisschen Petzenkultur. Petzenkultur? Ja, also du bist eine Petze, wenn du das Fehlverhalten einer anderen Person meldest. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen es wegen der Liebe zur Umwelt machen, sondern eher aus dieser Einstellung, wenn ich den Umweg gehe und mich an die Regeln halte, wenn ich halt meine Zeit und meine Mühe dafür aufwende, um mich an die Gesetze zu halten, gerade was Abfallentsorgung und so angeht, komplizierte Geschichte in Deutschland, dann erwartet man von den anderen, dass sie das auch tun. Damit man sich mehr an die Regeln hält, ist es aber auch so ein persönliches Wohltätigkeitsgefühl. Ja. Ich tue was für die Umwelt und ich sorge dafür, dass die anderen es auch tun. Aber vor allem so ein bisschen Egoismus. Mhm. Ich tue es mit, auch egal wie viel Aufwand es kostet, also tust du es auch. Ja. Und ich habe 2 Fragen. Ja. Stammen Hamburgers das Essen eigentlich nicht aus Hamburg? Ich liebe diese Frage, weil auch Deutsche sich diese Frage stellen. Ja, aber der Name kommt aus Hamburg. Ja, genau. Also das Essen nicht. Es gibt mehrere Theorien dazu, wie dieser Name entstanden ist. Und zu diesen Theorien gehört, dass Hamburger als Essen von einigen Gerichten, die es in Hamburg gibt oder gab, inspiriert sind. Die Haupthypothese ist, dass es hier mal angefangen hat, wenn auch nicht in der heutigen Form, wie wir Hamburger kennen. Mhm. Und es ist deshalb Hamburger von Hamburg sind. Ja. Aber nicht mal Wissenschaftler wissen das. Und somit werden wir wohl nie wissen. Ja. Es hat nichts oder nichts mit Vorurteilen zu tun, aber was denken die Deutschen an Japaner oder Japan? Ah, also so Assoziationen, die Deutsche haben, wenn sie an Japaner denken. Ja, ich habe mal gehört, dass Japaner die Deutschen in Asien sind. Ja, also das ist auf jeden Fall sowas, was ich auch oft höre, auch erklärungstechnisch, gerade von anderen Leuten, die weder Deutsch noch Japanisch sind. Ja. Und dann so ein bisschen vergleichen, was so ähnlich ist und was nicht. Schlussendlich, wenn ein Deutscher an Japan denkt, ist es vor allem so dieser Kontrast aus Moderne und Tradition, dass du halt diese riesen Metropolen wie Tokio und Osaka hast, wo Fortschritt ein ganz großes Thema ist. Künstliche Intelligenz, Automobilindustrie oder auch zum Beispiel Sicherheitssysteme für Erdbeben, Tsunami und so weiter. Ja. Das ist so das eine Bild, das wir haben, super fortschrittliche Gesellschaft und andererseits so der Hang zur Tradition, dass zum Beispiel Volksfeste. Also im Sommer? Ja, genau. Also, ja, oh Gott, was ist das? Matsuri, ja. Also, dass das halt so der Kontrast ist. Und auch gerade so ein bisschen, wie Ausländer es über Deutsche mit den Lederhosen und den Dirndl haben, ist es die Ansicht zu japanischen Kimono. Mhm. Dass halt die
sehr wichtig in der Gesellschaft sind, obwohl sie genauso wie Dirndl und Lederhosen nur zu bestimmten seltenen Anlässen getragen werden. Genau. Da sind sie dann wichtig und da haben sie eine große Rolle als Symbol. So. Ja. Aber in der Gesellschaft spielt es halt keine Rolle. Und genau, eben zu dieser Kontrast, moderne Tradition, ich glaube, ist das Gefühl, die Japaner am meisten in Deutschland gesehen werden. Okay, das war das Ende des Videos oder der zwei Videos. Und ich bin Japanerin, die sich für Deutschland interessiert und... Ich bin Deutsche, die sich für Japan interessiert. Also, es ist eine perfekte Kombination. Erwartet noch mehr Chaos. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.